So, das Buch Mormon ist wie die Bibel. Es ist ein bannheiliges Schrift und es enthält die Geschichte von dem Volk, die in Altamerika gelebt hat, so vor die amerikanischen Indianern. Und das Buch Mormon ist geschrieben von Propheten, die dort gelebt haben. Und der Hauptpunkt dieses Buch ist, wenn Jesus Christus zu diesen Leuten erschienen ist. Und so, wenn man das Buch Mormon liest und dann man auch die Bibel liest, kann man sehen, kann man lernen mehr über Jesus Christus. Und wir glauben an das Buch Mormon, weil es auch ein Zeugnis ist, dass es einen Prophet heute gibt. Weil ein junger Mann, der Joseph Smith heißt, hat diesen Bericht von Gott bekommen und hat es übersetzt zum Englisch und dann von Englisch zu Deutsch. So, das Buch Mormon ist wirklich was, wirklich ist Beweis, dass Gott uns immer noch liebt, dass er immer noch Propheten beruft und dass auch er hat Propheten in alter Zeit nicht nur in Jerusalem, er hat nicht nur Propheten dort beruft, aber auch in Amerika.